Ich habe eine super tolle Mitteilung zu machen an euch. Ihr dürft 2 Wochen nach Japan. So, ich habe alles. Wir können rein. Let's go! Achso, vergisst du nicht was, Schatz? Entschuldigung, Mama. Ich hab dich lieb. Bussi. Bis in 2 Wochen. Bye. Wow, sind easy. Ja, wir haben es geschafft. Oh! Was ist das denn? Gott. Yo, guck mal. Ich hätte nie gedacht, das sieht so cool aus, Sandy. Wow, guck mal die Dächer an, wie cool die aussehen. Ich möchte auch und die ganze Deko. Wow, und die ganzen Licht. Wow, hier ist es so cool, Easy. Oh, guck mal, was ist denn da hinten noch alles? Oh, Sandy, jetzt bleib doch mal stehen. Wir wollen doch eigentlich essen gehen. Können wir bitte einfach mal essen gehen? Ich habe Hunger. Aber wir haben noch gar nicht alles angeguckt. Wir können doch... Oh, lass uns doch erstmal was essen, bitte. Okay. Aber... Wir gucken das später an, okay? Aber Easy, weißt du, wo wir sind? Du bist ja hier die ganze Zeit vorgerannt. Ich habe keine Ahnung, wo du hingelaufen bist. Wie kommen wir denn jetzt wieder nach Hause? Zum Hotel? Hast du dir das nicht gemerkt, Sandy? Ja, nein, ich war so excited. Ich wollte alles angucken. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Oh mein Gott, das ist eine Katastrophe. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht können wir irgendjemanden fragen. Aber hier ist niemand. Hier ist wie ausgestorben. Oh nein. Aber ich... Ach Mann, das wollte ich nicht. Es tut mir leid, Easy. Okay, wir müssen jemanden finden. Komm, wir finden schon irgendwo jemanden. Lass mal gucken gehen. Ja, vielleicht sollten wir erst was essen. Vielleicht sollten wir doch erst was essen und dann suchen. Pancakes gehen immer. Pancakes gehen immer. Ja! Donut. Okay, was gibt's hier alles? Guck mal, hier gibt's Waffeln. Oh, ich möchte unbedingt Waffeln. Ich liebe Waffeln. Guck mal, sogar vegane Waffeln gibt's. Das ist ja cool. Oh, vegane Waffeln. Die können mich jetzt echt wirklich ein bisschen davon abbringen, dass ich echt richtig Angst habe, dass wir nicht mehr ins Hotel zurückkommen. Easy, was machen wir, wenn wir da nicht mehr hinfinden? Ach so, ich dachte mal, wir den ganzen Tag hier sind und Waffeln essen. Nein, aber wir wissen ja den Weg zum Hotel nicht. Und also vielleicht sollten wir hier einfach wohnen bleiben. Und unser Leben lang Waffeln essen. Yay. Lass eine Waffel holen. Wir können die Waffel fragen. Glaubst du, die Waffel kann uns sagen, wo wir hin müssen? Ja, wir fragen die Waffel nach dem Weg, klar. Okay, dann 2 Waffeln, bitte. Ein paar Sekunden später. Die Waffeln sind viel besser als die Waffeln in Deutschland, Easy. Ich liebe diese Waffeln. Ich möchte mich reinlegen. Oh, okay. Ich lege sie dir kurz hin und dann können wir uns drauf rumwälzen. Das ist eine gute Idee. Oh, lecker. Ist sie lieber. Haben wir noch Geld? Ich möchte noch 5 weitere Waffeln. Oh, meines alle? Okay, ich gehe nochmal eine holen. Cool. 1 Minute, 37 Sekunden später. Okay, hier ist Sandy. Ich habe noch welche eingepackt. Oh, cool. Oh, du bist die Allerbeste. Ach, Gott sei Dank. Können wir nachher im Hotel essen? Kennst du jetzt den Weg? Ist es dir plötzlich wieder eingefallen oder hast du dir die Waffel erzählt? Ah, warte, die Waffel. Ich muss die Waffel fragen. Ja, Waffel? Und? Waffel? Die kann nichts mehr sagen, ich habe sie aufgegessen. Oh, das ist natürlich ungünstig. Hi Mädels. Ihr wisst nicht, wie ihr nach Hause kommt? Wow, du kannst Deutsch? In Japan? Ja, ich habe lange Zeit in Deutschland gelebt. Ihr wisst nicht, wie ihr ins Hotel kommt? Kann ich euch helfen? Wow, easy. Soll der Junge uns helfen? Ja, klar, aber wenn er weiß, wo unser Hotel ist, aber Japan ist groß. Aber was ist, wenn er uns ausrauben will, Easy? Was? Japan hat eine niedrige Kriminalitätsrate. Hier raubt niemand irgendjemanden aus. Ach so, ja, wenn das so ist, dann sehr gerne. Also wir wissen wirklich nicht, wie wir hinkommen. Also zurück ins Hotel. Ich weiß auch den Namen nicht mehr. Easy, weißt du den Namen? Motel Nummer 5. Hatten wir nicht die Nummer 4? Ach stimmt, Zimmer Nummer 4, oder? Ich glaube schon. Jetzt bin ich verwirrt. Die Hotelzimmernummer, die sagt mir jetzt nichts. Aber ich habe eine gute Vorstellung, wo ihr im Hotel sein könnt. Folgt mir. 20 Minuten später. Okay, Mädels. Also hier sind wir bei dem Hotel, direkt neben dem Flughafen. Das könnte es sein, oder? Easy? Ja, ist es das? Sandy? Ja, das ist es. Natürlich, wir sind da! Juhu! Bist du dir
sicher? Ja, na klar, Mann, Sandy, das ist das Hotel. Ich bin mir nicht sicher, ich war hier noch nie. Siehst du das denn nicht, Sandy? Zimmer 4, Zimmer 4, Zimmer 4 ist unseres. Hallo. Oh, das kann sein. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, wir sind wirklich da. Vielen, vielen Dank. Das ist mega toll, dass du uns hierher gebracht hast. Richtig cool. Dankeschön. Komm, Easy. Lass Yay, uns gehen. Danke. Let's tschüss, go. Let's tschüss. Go. So, dann aufsperren. Easy. Was? Easy. Was denn? Es ist auf. Es ist Wie? Auf. Es oh mein ist Gott. Offen? Es ist offen. Jemand Warum ist, war... Ich glaube, es ist jemand eingebrochen, Easy. Sandy, übertreib nicht, hier bricht keiner ein. Wir sind im sichersten Land der Welt. Warte. Lass uns gucken, ob unsere Sachen da sind. Unsere Sachen? Easy, mein Trolley ist weg. Meine Tasche? Wo ist meine... Ich... Oh Sandy. Gott. Wir sind ausgeraubt worden und du hast gesagt, es ist das sicherste Land. Hier ist jemand eingebrochen. Das, ja. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen Keine. Zur Polizei. Oh Gott. Schnell, komm, lass irgendjemanden Hilfe. Hilfe, wir wurden ausgeraubt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was heißt denn Hilfe auf Japanisch? Ich habe keine Ahnung, Easy. Absolut keine Ahnung. Mädels, was ist denn los? Ihr schreit hier so laut. Ist was passiert? Ja, wir wurden ausgeraubt. Wir wurden ausgeraubt. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Unsere Sachen. Easy. Oh, was machen wir jetzt, Sandy? Das ist eine ganz einfache Sache. Wir müssen das sofort der Polizei melden. Die ist gleich da hinten. Kommt mit, ich zeig's euch. Ein paar Sekunden später. Okay, können wir rüber über die Straße? Kommt ein Auto? Nee, es kommt gerade kein Auto. Aber guckt mal. Seht ihr den Typen da, der an der Bushaltestelle steht? Was ist denn mit ihm? Warte mal. Sandy, der Koffer! Das ist unser... Da ist der Sticker! Siehst du das nicht? Ich sehe gar nichts. Ich brauche vielleicht eine Brille. Schau mal an. Siehst du den Koffer nicht? Warte. Ich muss reingucken ins Glas. Nicht in meine Ohren gucken! Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh mein Gott! Ja, das ist definitiv dein Trolley! Easy! Er hat... Und guck mal, wie er verschmitzt guckt! Der Eklige! Was machen wir jetzt? Bis wir die Polizei rufen, ist bestimmt schon der Bus gekommen und er ist lang über alle Berge! Ich werf einfach einen Milchshake auf ihn! Ich weiß nicht, ob das was bringt. Keine Sorge, Mädels. Ich regel das. Nimm das! So, Mädels, hier sind eure Sachen! Yay! Oh mein Gott, du bist unser Held! Yay! Dankeschön! Kein Problem, Mädels. Kommt, ich begleite euch noch ins Hotel. Ein paar Sekunden später. So, Mädels, dann sollte eigentlich alles geregelt sein. Ich habe auch die Polizei schon verständigt. Und seid immer sicher, okay? Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Wow, Easy. Das ist mega krass. Hast du gesehen? Er hat uns geholfen. Hast du gesehen, wie der dem einen so bam? Das war so cool. Ja, so richtig so bam. Ja, genau, bam. Oder wie so Martial Arts-Typ so. Irgendwie. Oh, sorry, hab ich dich getroffen. Und der war ausgenockt, mindestens 5 Minuten. Richtig cool. Verdient. Ach, Gott sei Dank haben wir unsere Sachen wieder bekommen. Hast du schon reingeguckt? Nicht, dass er was rausgenommen hat. Ich guck mal kurz in meinen Koffer. Ist alles drin? Alles da, was wir brauchen. Perfekt. Er hat nichts geklaut. Am nächsten Tag. Sandy, ich muss auch mal ins Badezimmer. Mein Teddy braucht eine Wäsche. Ah, dein süßer Teddy. Ich putze gerade die Zähne. Hast du die Zähne schon geputzt? Nee, ich muss doch nicht Zähne putzen. Lass mich mal bitte hier ran. Ich muss mal kurz mein Teddy waschen. So, jetzt hier. So, ich bin Wasser. Eh schon fertig. Aber du musst dir noch die Zähne... Nicht Und Zähne putzen, ist ekelhaft. Easy, hast du deinen Teddy gerade in der... Ja! Nein, es ist ekelhaft. Nein, du lässt es sauber in Japan. Du hast ja keine Ahnung. Die sind hier viel sauberer als normal. Also der arme Teddy, mach Ach, den doch in der, Quatsch. In der Dusche sauber. Kann ich mir kurz die Zähne putzen? Hier ist eine Bürste. Ja, ich muss noch meine Haare kämmen. Musst du dir nicht deine Haare kämmen?
Was? Nee, ich will mir gerade die Zähne putzen. Hier, mit der Bürste. Du möchtest deine Haare mit der Bürste kämmen? Wie? Ja. Oder möchtest du Zähne putzen mit der Zahnbürste, Easy? Nee, mit der Zahnbürste will ich mir die Haare kämmen, Sandy. Wieso verstehst du das nicht? Was? Warte, was? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, ich gehe nochmal meinen Teddy waschen. Ich bin auch verwirrt, aber sag mal... Wir müssen jetzt los. Können wir los? Nein, meine Haare sind noch nicht fertig. Aber musst du dir nie die Haare kämmen? Nein, ich habe eine Hochsteckfrisur. Siehst du doch. Ich will auch eine Hochsteckfrisur. Ich habe eine Idee, Easy. Hä, was denn? Lass uns so Japan-Hochsteckfrisuren machen, wir beide. Das ist doch eine coole Idee. Das würde so gut zu unseren Outfits passen. Ja, komm, vielleicht hat der Friseur Zeit für uns. Das wäre doch richtig cool. Aber ich muss davor noch auf Toilette, bitte geh raus. Okay, let's go. Eine Minute, 37 Sekunden später. Puh, okay, fertig. Erstmal noch Hände waschen. So, easy. Ich bin fertig. Oh, Sandy, endlich. Hä, was denn? Ja, was? Ich habe den Manga hier schon 5-mal durchgeblättert, aber irgendwie ergibt das alles keinen Sinn. Oh, aber so lange habe ich gar nicht gebraucht. Ganz ehrlich, Easy. Ich war super fix. Oh, warte mal. Was? Da steht, man soll es von hinten nach vorne lesen. Was soll denn das? Was für ein blödes Buch. Ich werf das einfach weg. Das ist eine gute Idee, Easy. Du, wollen wir jetzt mal gucken, ob wir einen Friseurtermin bekommen? Ich möchte unbedingt eine Hast du eine Waffel? Nur kurz was essen. Ja. Von gestern? Ja, eine alte Waffel, lecker. Oh, ich möchte auch eine alte Waffel, Easy. Kann ich bitte auch eine alte Waffel haben? Ich hätte auch Hunger. Wir haben heute noch den ganzen Tag nichts gegessen. Klar, hier, nimm. Das ist meine Reste. Ich habe schon 3-mal draufgespuckt, aber ich hoffe, das stört dich nicht. Nee, stört mich nicht. Okay, sie ist vielleicht ein bisschen lätschig, aber man kann sie definitiv noch essen. Ja, man kann sie noch essen. Aber vielleicht soll ich das nächste Mal irgendwie wieder eine neue kaufen. Egal. Sag mal, Easy, hast du Geld? Wir brauchen bestimmt viel Geld beim Friseur, wenn der uns eine Hochsteckfrisur machen soll. Du hast Geld. Ich habe ganz viele Euronen. Yes. Aber müssen wir die nicht noch umtauschen oder so? Ich wollte gerade sagen, Euro, also hier müssen wir mit Yen zahlen, oder? Hast du eine Kreditkarte? Ja, japanischen Yen. Haben wir nicht gestern mit Kreditkarte bezahlt? Boah, die Waffel war schon ganz lecker. Ja, klar. Ja, cool. Dann lass uns doch einfach mit Kreditkarte zahlen. Okay, ich hoffe, mein Limit ist noch nicht ausgeschöpft. Ah, bestimmt nicht. Komm. Dann war es aber von dieser Brookhaven Roleplay-Folge von heute. Schaut unbedingt bei der Easy vorbei. Die ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und lasst natürlich ein kostenloses Abo und ein Like auf diesem Video da. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.